Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Sondersendung von BLK Regional TV am Weihnachtsfest des Jahres 2013. Ich wünsche Ihnen ein gutes Weihnachtsfest und hoffe, dass Sie besinnliche Stunden im Kreise Ihrer Lieben haben und hatten. In den nächsten 30 Minuten, da wollen wir zurückblicken auf eine Veranstaltung in Weißenfels aus dem letzten Hochsommer, nämlich das 23. Weißenfelser Schlossfest. Das startet traditionell am Donnerstagabend mit dem Eröffnungskonzert im Schlosshof. Üblicherweise spielte in den vergangenen Jahren dort ein philharmonisches Orchester. In diesem Jahr musizierte das Wehrbereichskommando 3 aus Erfurt für die zahlreichen Eröffnungsgäste. Nach dem Konzert im Schlosshof sorgten die Melancholiker im Schlosskeller noch für einen spaßigen Ausklang dieses Sommerabends. Vielen Dank. Kaum ein Stuhl blieb an diesem Sommerabend auf Schloss Neu-Augustusburg in Weißenfels frei. Traditionsgemäß wird der viertägige Feiermarathon mit einem festlichen Open-Air-Konzert im Schlosshof eröffnet. Unter den wachsamen Augen des sachsen-anhaltinischen Landesvaters Rainer Haseloff eröffnete der Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch das größte Fest der Saalestadt. Vor rund 700 Gästen nahm dann das Wehrbereichsmusikchor 3 aus Erfurt auf der Bühne Platz. Weißenfels feiert ja in diesem Jahr auch 250 Jahre Garnisonsstadt. Damit war der Bogen geschlagen, das Eröffnungskonzert gemeinsam mit der Bundeswehr zu bestreiten. Nach vielen Reden und Ehrungen folgte dann zu Beginn der Dunkelheit der entspannende Teil des Eröffnungsabends. Die Musiker aus Erfurt erfreuten das Publikum mit Stücken von Wagner und Verdi sowie Filmmusiken. Ich werde wach mit Schreck. Meine Zigarette liegt weg. Und auch noch das Baguette. Wo sind Jeanette und Claudette? Zigarette, Baguette, Jeanette, Claudette sind weg. Oh la 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 la. Frankreich, Frankreich. Singen Sie ruhig mit. Frankreich, Frankreich. Yeah. Nachdem der letzte Ton verklungen war, zog es viele Gäste noch hinab in den Schlosskeller. Dort erwartete sie das Programm der Melancholiker aus Leipzig. Das Liederkabarett, bereits zum zweiten Mal in Weißenfels, sorgte für beste Unterhaltung und viele Lacher bei den Besuchern. Lieder und skurrile Texte und einige hochgeistige Getränke bescherten einer weiteren guten Einstimmung auf die nächsten Tage Schlossfest. Dieses Lied ist nicht frauenfeindlich, auch wenn es am Anfang so erscheint. Toleranz hält. Die meisten Frauen haben einen an der Klatsche. Die meisten Frauen laufen irgendwie nicht rum. Und deshalb sitzen sie dann irgendwann in der Patsche. Und deshalb sehen wir und sie die Lippen rund. Wer bitte schön soll diese Frauen hier begreifen? Wie viel geleitet können sie sein in ihrem Trieben? Was zieht sie hin zu diesen unsagbaren Pfeifen? Um Himmels Willen, wie kann man nur Männer lieben? Männer, muss es sowas wirklich geben? Männer, wer benötigt das zu leben? Oh Männer, puh, fast alles riecht nach Männern.
Fresse. Männer, Korpulente, alles Fresse. Männer denken selten mit der Birne. Männer, warum hat sowas Gehirne? Männer, Gott war doch nicht fehlerfrei. Männer sind uns beiden einerlei. Aber hallo. Der Freitag ist traditionsgemäß für die jüngeren und junggebliebenen Saalestädter beim Schlossfest reserviert. Am Abend standen neben den Bands Genix und Luxuslärm Österreichs erfolgreichster Pop-Export Christina Stürmer auf der Bühne. Die ganz Kleinen nahmen derweil am Lampignon-Umzug durch die Stadt teil. Freitagabend zieht es vorrangig die Jungen und Junggebliebenen auf den Schlosshof. Der Radiosender Jump sorgte mit den beiden Nachwuchsbands Genix und Luxuslärm sowie der Österreicherin Christina Stürmer für einen unterhaltsamen Abend. Bevor allerdings gegen 22.30 Uhr der Star aus unserem Nachbarland die Bühne auf dem Schlosshof betrat, spielten sich Genix und Luxuslärm in die Herzen der Fans. Genix, das sind Frontfrau Jenny und ihre drei Jungs aus Sachsen, stehen bereits seit 10 Jahren auf den Bühnen dieses Landes. Gerade ist eine neue CD erschienen. Das erste Mal hier in Weißenfels? Nein. Ich glaube, das ist das zweite Mal. Das ist das zweite Mal. Wir haben die ganze Hinfahrt überlegt, ob es nicht doch noch mehr als zweimal waren. Aber wir haben so ein schlechtes Gedächtnis. Aber wir können uns an das erste Mal gut erinnern. Das war nämlich 2006. Auch mit Jump, da haben wir ein Konzert gewonnen auf dem Highfield Festival. Okay. Ja, eigentlich müsste ich ja noch mal gratulieren, ne? 10-jähriges Jubiläum ist noch nicht so lange her, oder? Nein. 4. Juni. Genau, ich habe das Ding notiert. Also okay. Ja, 53 eigene Songs. Ja, wie powert ihr durch? Ich glaube, jetzt dürften es ein bisschen mehr sein. Ja, jetzt sind es erstens mal sind es ein paar mehr Songs jetzt schon. Und wie powert man als Musiker durch? Ich glaube, die Leidenschaft zur Musik ist das, was einen am Leben hält. Genau. Und das bricht nie ab und das hört nie auf und man ist süchtig danach. Und das gibt uns die Power. Und das Team ist die ganze Zeit, die 10 Jahre zusammen, oder? Genau in dieser eine Familie, ja. 10 Jahre lang. Okay. Findet man selten, gelernt. Ne? Ja. Wir grüßen alle Zuschauer von BLK Regional TV, hier aus Weißenfels, direkt nach dem Konzert von uns, von Genix. Und jetzt gibt es noch Luxuslärm und Christina Stürmer. Das ist ein geiler Abend hier und seid gegrüßt. Tschüss. Seit 2006 spielen sich die 5 von Luxuslärm in die Herzen der Musikfans. Neben einigen CD-Veröffentlichungen räumte die Band auch bereits einige Musikpreise ab. Ja, ich bedanke mich erstmal, dass ihr euch Zeit genommen habt, jetzt noch für uns, für unsere Zuschauer, ja, und für eure Fans hier im Burgenlandkreis. Ist das die erste Stippvisite hier im Burgenlandkreis? Ja, das ist die erste Stippvisite und wir haben schon ganz tolle Leute kennengelernt. Wir durften hier schon ein bisschen Schlossluft schnuppern und freuen uns heute Abend schon riesig auf unseren Gig hier. Ja, ja, das ist schön. 2006 gegründet. Ist das flickste 7. Jahr, sagt man eigentlich in einer Ehe. Wie sieht's bei euch aus? Gut. Wir haben gerade unser 4. Album fertiggestellt, was im Januar nächsten Jahres rauskommt. Mhm. Und das wird ziemlich gut, glaube ich. Wir hoffen, dass es auch andere so sehen. Und ja, nächstes Jahr geht's auf Tour, direkt im Februar. Da freuen wir uns auch drauf. Hi, wir sind Luxuslärm und wir grüßen alle Zuschauer von BLK Regional TV, alle Luxuslärm-Fans da draußen. Wir grüßen euch, freuen uns riesig auf den Auftritt heute Abend. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.
Seit diesem Jahr verantwortet Robert Brückner von der Abteilung Kultur das Schlossfest. Der Mitarbeiter der Stadtverwaltung schilderte uns seine Erwartungen an das Schlossfest. Das 23. Schlossfest. Ja, ist schon eine stolze Zahl. Wie läuft's denn so? Also es läuft dieses Jahr sehr, sehr gut. Wir haben wieder ein sehr, sehr buntes Programm, wie das eigentlich auch das Publikum gewohnt ist. Wir haben, sind mal ein bisschen weggegangen beim Freitagskonzert vom Ostrock. Wir haben die Christina Stürmer eingeladen mit ganz tatkräftiger Unterstützung durch Luxuslärm und Jennix. Haben eine sehr große mediale Unterstützung und erwarten heute einen sehr, sehr vollen Schlosshof. Das ist erstmal so, das ist unser großes Ziel gewesen. Gestern war schon der Werbereichsmusikchor 3 aus Erfurt zu Gast, was ein sensationelles Konzert war. Sehr, sehr abwechslungsreich und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Ganze stand ja so ein bisschen unter dem Motto 250 Jahre Garnisonsstadt. Und da war das einfach perfekt. Und also die Vorbereitungen, liefen sehr, sehr gut, liefen weitestgehend reibungslos, auch wenn es wie immer viel zu wenig Zeit ist und so weiter. Das ist halt nun mal so. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und es haben auch viele schlaflose Stunden dazugehört. Aber das ist nun mal so. Die Aufregung muss einfach sein, das ist ganz wichtig. Und ich denke, das sind jetzt einfach noch jetzt drei wunderschöne Tage oder wunderschöne Nächte und Tage bevorstehen. Wie gesagt, mit dem Konzert heute, dann auch das herrlich bunte Programm am Samstag und Sonntag und dann natürlich, was seinen Abschluss findet im Feuerwerk am Sonntagabend. Da freuen wir uns schon riesig drauf und wir sagen einfach, endlich geht's los. Ja, schon viele Monate auf diesen Punkt hingearbeitet und jetzt können wir sagen, jetzt geht's endlich los. Ne? Während auf dem Schlosshof bis spät in die Nacht gerockt wurde, ging es in den Badanlagen weitaus beschaulicher zu. Die kleinen Schlossfestfans trafen sich traditionsgemäß zum Lampignon-Umzug durch die Innenstadt. Sehr schön anzuschauen war auch die Feuershow, die nach dem Umzug noch für große Augen sorgte. Früh ging es am Samstagmorgen mit dem Programm weiter. Bereits ab 9 Uhr versammelten sich eine ganze Menge von chromblitzenden Karossen auf dem Marktplatz. Bei Kaiserwetter schickte Oberbürgermeister Robby Risch die Teilnehmer auf die Strecke zur 14. Oldtimer Rallye. Was wäre das größte Weißenfelser Volksfest ohne die Oldtimer Rallye? Bereits zum 19. Mal trafen sich zu Beginn des Schlossfest-Samstages die Liebhaber von stolzen Karossen auf dem Weißenfelser Marktplatz. Unter der Leitung des umtriebigen Organisators Ingo Fischer rollten wieder einmal rund 150 Fahrzeuge über das Startfeld am Rathaus. Mit guten Worten schickte der Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch die Fahrerinnen und Fahrer auf einen reizvollen Rundkurs durch den Burgenlandkreis. Was als kleine Rundfahrt rund um die Weißenfelser Altstadt begann, hat heute einen festen Platz im Oldtimer-Kalender. Viele Teilnehmer aus dem Burgenlandkreis haben sich extra in den letzten 19 Jahren alte Fahrzeuge gesichert und diese wieder liebevoll restauriert. Aber auch aus vielen anderen Bundesländern kommen mittlerweile die Fahrer nach Weißenfels. Das spricht für die Qualität dieser Rallye. Zwischen den ausgestellten Fahrzeugen auch ein Nutzfahrzeug aus der DDR-Fahrzeugproduktion. Stolzer Besitzer ist Handwerksmeister Jens Norbert Schmidt. Ansonsten setzt der Unternehmer doch mehr auf Elektro. Was bringen Sie denn zur Oldtimer Rallye an den Start? Ein Framo, Baujahr 57. Der Transporter steht wieder da, als wäre er gerade aus der Ausstellungshalle eines Autohauses gerollt. Bis dahin war es ein langer Weg. Wolfram Porzig aus Weißenfels hat sich der Aufgabe für Jens Norbert Schmidt angenommen. Wie lange hat die Restaurierung gedauert? 3 Jahre habe ich gebraucht für das Fahrzeug. Das von Grund auf wirklich zu 100% restauriert. Also jede Schraube, jedes Stück Blech, alles. Auf der Ladefläche des Framo fand sich dann allerdings kein Dachdeckerwerkzeug, sondern hochgeistige Getränke für unterwegs. Beim großen Open-Air-Automuseum gab es neben den Meilensteinen der DDR-Automobilproduktion aber auch eine Reihe von Youngtimern zu bestaunen. Die Fahrzeuge aus den 70er, 80ern und beginnenden 90er Jahren finden auch immer mehr Liebhaber. Waren die Fahrzeuge doch zu ihrer Zeit einfach Kult und haben bis in die heutigen Tage in Sammlerhänden überlebt. Unter den Teilnehmern auch 3 außergewöhnlich gut erhaltene Fahrzeuge aus der Sachsenring-Produktion.
Eine Limousine, ein Cabrio und ein Kombi brachten Bodo und seine Freunde aus dem Saalekreis an den Start. Zu jedem Fahrzeug gibt es natürlich interessante Geschichten zu erfahren. In einem Fahrzeug arbeitete zum Beispiel sogar Sportreporter-Legende Heinz-Florian Oertel. Wie war denn das damals? Ja, das ist Sonderanfertigung für Rundfunk und Fernsehen. Das war das Reporterfahrzeug von Heinz-Florian Oertel, vorwiegend zur Friedensfahrt genutzt. Ja. Ja, das sind so die Besonderheiten. Die Limousine war ja auch erst nur für Betriebe und Staat damals, wo sie die gebaut hatten. Neben sehenswerten Autos lohnte aber auch ein Blick auf die vielen Details aus der vergangenen Zeit. Vielfach spielten auf den Rücksitzen der Karossen alte Kassetten, Radiorekorder, Lieder aus längst vergangenen Tagen. Passend zum 50. Geburtstag der Musikkassette. Über 150 Teilnehmer auf 2 und 4 Rädern rollten dann bei herrlichem Sonnenschein auf die Strecke Richtung Langendorf. Dort fand am Ortseingang die erste Wertungsprüfung statt. In der Folge rollte das mobile Fahrzeugmuseum über Naumburg-Sieglitz, dort gab es eine zweite Wertungsprüfung, wieder zurück auf den Weißenfelser Marktplatz. Im nächsten Jahr feiert Ingo Fischer und sein Team das 20-Jährige. Mal sehen, was sich der rüstige Ehrenamtler dazu einfallen lässt. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Die Firma Andres GmbH ist seit 30 Jahren Spezialist für Werbung im Supermarkt. In einer persönlichen Beratung wird über die Möglichkeit gesprochen, wie sich lokale und regionale Geschäftsleute sowie Unternehmen in den Märkten der Region präsentieren können. Alles Weitere unter www.andre.de. Interfunk Mende, Ihr Fachhändler für Kabel-TV, Multimedia und Veranstaltungstechnik in Ihrer Nähe. Wir stellen Ihnen TV- und Radiosender in bester Bild- und Tonqualität preisgünstig zur Verfügung. In unseren Geschäftsräumen führen wir erstklassige TV-Geräte der Marken Metz, Grundig und Panasonic. Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen gern zur Verfügung und beraten Sie umfassend und kompetent. Schauen Sie doch einfach vorbei in Bad Kösen, Borlachstraße 35. Seit 1991 ist die WVW, Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH, mit rund 4.800 verwalteten Wohnungen der größte Vermieter in der Stadt Weißenfels. Ob sanierte Altbauten, Neubauten, Geschäftsräume oder betreutes Wohnen, für jeden Bedarf bietet die WVW Wohnungen in allen Größen in jedem Stadtgebiet an. Mit umweltfreundlicher Technik geht man vertrauensvoll in die Zukunft. So wird zum Beispiel in der Hardenbergstraße die Trinkwasservorwärmung mit Solarenergie betrieben. WVW, die Nummer 1, wenn es ums Wohnen geht. Rund um den Schlosshof ging am Samstag das große Familienprogramm über die Bühne. Künstler wie die Berliner Gebrüder Blattschuss sorgten für Stimmung und auf dem historischen Mittelaltermarkt gab es viel zu entdecken und zu probieren. Samstags gehören der Schlosshof und die Schlossterrassen den Familien. Um 10 Uhr wird der Mittelaltermarkt eröffnet. Dicht gedrängt standen in diesem Jahr die Hütten vor den Toren des Schlosses. Schwertkämpfe, altes Handwerk, Gaukler und eine große Auswahl an Speisen und Getränken kennzeichnet das Programm auf dem Markt. Mittendrin der Weißenfelser Schusterjunge, der den Gästen die Füße vermisst. Aber auch eine Reihe von Handwerksbetrieben aus der Stadt zeigt den Besuchern, was Handwerk so alles kann. Unter anderem auch Dachdeckermeister Jens Norbert Schmidt aus Nessa. Er demonstrierte das Eindecken eines Schieferdaches. An einem anderen Stand kann sich der Gast rasieren und frisieren lassen. Für die Kinder gibt es Ritterspiele mit Holzschwertern und alten Spielen aus den Zeiten des Mittelalters. Währenddessen musizieren die Saaletaler auf der Schlosshofbühne.
Die Lokalpatrioten der guten Laune sorgen für die richtige Unterhaltung bei Speisen und Getränken unter freiem Himmel. Im Laufe des Nachmittags spielen sich auch noch die Berliner Gebrüder Blattschuss. Sie wissen schon, Kreuzberger Nächte sind lang. Und Schlagersternchen Annemarie Eilfeld über die Bühne. Bevor das Abendprogramm beginnt, darf natürlich auch der obligatorische Auftritt des Weißenfelser Tanzstudios Lattermann nicht fehlen. Mit Böllerknall setzte sich am Sonntag dann der traditionelle Umzug von der Neustadt zum Schloss in Bewegung. In vielen Bildern wurden zum Beispiel die Geschichte der Stadt Weißenfels dargestellt. Spreewaldgurke Achim Menzel begeisterte das Publikum dann auf dem Schlosshof. Und am Abend ging das Fest mit dem eindrucksvollen Höhenfeuerwerk nach 4 Tagen zu Ende. Am Sonntagmorgen tummeln sich viele Menschen in der Neustadt und nehmen Aufstellung für den großen Schlossfestumzug, der sich dann durch die Innenstadt Richtung Schloss bewegt. In vielen Bildern wird die Stadtgeschichte plastisch dargestellt. Unzählige Freiwillige, Vereine und Interessengruppen sowie Organisationen sorgen für einen bunten Lindwurm. Die slawischen Siedler werden von der Sippe zum Weißenfels e.V. dargestellt. Um die Klostergründung gibt es auch eine schöne Geschichte. Also das Kloster ursprünglich außerhalb der Tore der Stadt. Viele Zuschauer verfolgten den Zug am Parkhaus auf dem Georgenberg. Dort informierte Schusterjunge Lutz Tetzen zum Beispiel über die vielen Jubiläen, die es in der Stadt im Jahr 2013 zu feiern gibt und die im Umzug entsprechend gewürdigt werden. Ebenfalls mit dabei der Verein Music Art Weißenfels. Hier marschieren bereits Darsteller des neuen Musicals Elisabeth mit und machen Werbung für die neuen Aufführungen im Jahr 2014. Viele herrliche Gewänder, Pferde, Soldaten, Kutschen, Fahrzeuge und vieles mehr zogen hinauf auf Schloss Neu-Augustusburg. Nach dem Umzug geht die Feier dann auf dem Schlosshof weiter. Spreewaldgurke Achim Menzel sorgt mit seinen Schlagern für Unterhaltung. Sängerin Franzis findet ebenfalls zahlreiche Fans unter den Gästen. Rockte zum Abschluss des Shownachmittages The Good Old Blues Brothers Boys Band über die Bühne und sorgte nochmal für tanzende und schwingende Rhythmen auf dem Schlosshof. Aber dann war es soweit. Feuerwerker Schubert drückte auf den Startknopf und das Feuerwerk bildete einen eindrucksvollen Schlusspunkt unter das 23. Weißenfelser Schlossfest 2013. Aber keine Sorge, in 8 Monaten eröffnet ja schon das 24. Schlossfest in der Saalestadt.
Das war unser Rückblick auf das Schlossfest 2013 in Weißenfels. Freuen wir uns heute schon auf die 24. Auflage im August 2014. Wir vom BLK Regional TV sind auf jeden Fall wieder mit dabei. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins Jahr 2014. Bleiben Sie gesund und weiterhin gut informiert bei BLK Regional TV.